Hallo zu einem neuen Video. Es geht los mit dem, oder es geht weiter mit dem Atherton Bike. Bevor wir das aber aufbauen, will ich noch mal kurz so ein paar Sachen durchgehen zur, ich nenne es jetzt mal Vorbereitung. Die Schutzfolie und den Kettenstrebenschutz haben wir im letzten Video ja schon gesehen. Und ich habe da so ein paar Teile bestellt, weil manche Sachen vom Demo nicht passen und ich einfach ein paar Sachen neu gemacht haben wollte. Dafür muss ich erstmal hier meine Chaos-Ecke entrümpeln. Da liegen nämlich die ganzen Teile. So, also ich habe zum einen habe ich Reifen. Also ich habe hier Cryptotal Rear Downhill 27.5 in Supersoft. Aber der alte Reifen ist noch gut. Den werde ich auch erstmal fahren. Deswegen werde ich die erstmal nicht brauchen. Ich habe auch noch zweimal den Argotal als Downhill-Version in Supersoft, 29er, also für vorne. Ich will aber erstmal, wie gesagt, zweimal. Ich will aber erstmal, wie gesagt, nicht so viel umbauen, sondern möglichst alles gleich, dann habe ich einen besseren Vergleich. Und der Reifen ist auch noch gut, der da drauf ist. Bremsleitung. Ich habe jetzt zwei. Wahrscheinlich werde ich, hier ist eine durchsichtige drin, also mit durchsichtiger Isolierung. Die werde ich wahrscheinlich drauf machen. Hier ist noch eine mit schwarzer Isolierung, also Stahlflexbremsleitungen. Habe ich auf jeden Fall beides da. Dann habe ich mir neue Gabeldeckels geholt. Da die Originalen oder die da jetzt drauf sind, schon so ein paar Macken haben. Den haben wir ja schon gesehen, diesen VHS Leopard Tape. Dann habe ich ein neues Innenlager. Der Atherton hat, so wie das Demo auch, ein BSA, also ein geschraubtes Innenlager mit 83er Gehäusebreite. Aber das Dublager aus dem Demo ist schon nicht mehr so frisch und deswegen kommt da neues rein. Eine neue Sattelstütze. Das ist die gleiche wie im Demo, nur mit 31,6 mm Durchmesser, denn die im Demo hat 30,9. Thompson Elite, ganz normal in schwarz. Alu-Sattelstütze, nicht super schwer. Ja, ist nichts Weltbewegendes, aber kommt immer gut mit klar, den Stützen, und gefällt mir optisch auch. Neuen Sattel, und zwar auch ein Specialized Power Arc als Expert-Version diesmal. Also der ist ein bisschen kürzer, finde ich für die Bewegungsfreiheit eigentlich ganz gut. Der hat jetzt eine Standardschale, den ich aktuell auf dem Demo habe, ist mein alter von einem Enduro oder von meinem Stumpjumper, und der hat eine Carbon-Schale, die ist jetzt aber, weil der Sattel ja schon ein paar Jahre alt ist und bei irgendeinem Sturz ist die hier gerissen, und das hält zwar noch, ist aber ein bisschen weicher, und will ich jetzt einfach am neuen Bike dann neu haben. Einmal einen neuen Steuersatz, denn das Atherton hat oben ZS49 und unten ZS56. Dann habe ich mir einen Chris King Steuersatz in Blau diesmal gekauft. Im Demo ist unten und oben ZS49. Also oben hätte theoretisch gepasst. Aber ich wollte beide in Blau haben und ich will auch nicht den Steuersatz aus dem Demo rausmachen. Sondern ich will das dann, wenn dann, so verkaufen. Was habe ich denn noch drin? Genau, für den Steuersatz ein Reduzierkonus, weil ich ja einen normalen 1/8 Gabelschaft fahre. Hier noch ein Reduzierkonus. Ja, hier ist noch ein Drehlager drin, aber das ist Reserve, weil ich ja weiß, dass die Dublager nicht lange halten. Das war's sogar schon. Also da sind wir jetzt doch schnell durch. Bremsleitung überlege ich, wie gesagt, noch, ob ich die mit durchsichtiger Isolierung nehme
weil ich es aktuell am Enduro jetzt auch so habe. Hinten durchsichtige Isolierung, dass man halt dieses silberne Stahlgewebe durchsieht, was am Rahmen halt irgendwie ganz cool aussieht. Also neuen Schaltzug und Schalthülle werde ich auf jeden Fall auch reinmachen. Also Schalthülle sollte man sowieso, muss man sowieso irgendwann tauschen, weil das der Teil ist, der verschleißt. Neues Bike, neuer Schaltzug, neue Schalthülle. Deswegen Bremsleitung wird halt nicht passen, denke ich, vom Demo, weil die zu kurz ist. Vielleicht, ganz vielleicht, kommt da doch noch eine andere Bremse drauf. Aber das sehen wir dann. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.